Jo, willkommen zurück zum Mois Update. Heute am Samstag, den 20.07. Und es ist einiges passiert. Ich versuche mich dennoch heute etwas kürzer zu halten, da ich privat nicht so viel Zeit habe, aber heute ein Video machen musste, aufgrund der doch reichlichen Geschehnisse. Zuallererst hat Mois in dieser Nacht wieder ein Video auf der Videoplattform Rumble veröffentlicht und inhaltlich ist da nicht ganz so viel drin. Er redet davon, dass in allen Hotels, egal in welchem Land er ist, immer wieder von der Polizei aufgesucht wird, dass wahrscheinlich viele Leute oder vielleicht auch wenige bestimmte Leute herausfinden, seiner Meinung nach aufgrund von Hacking, wo genau er sich befindet und dann im Hotel Alarm machen, sodass das Hotelpersonal die Polizei ruft. Im weiteren Video sagt er dann noch, dass er diese Leute mittlerweile exposen kann, dass er Beweise hat und ganz viel Material. Wer weiß, wie viel davon die Wahrheit entspricht, wie viel Bluff ist. Das zu beurteilen überlasse ich euch. Aber was für mich der interessante Part in diesem Video war, dass er meint, sehr glücklich dort in Rom zu sein. Mois befindet sich also laut eigenen Ansagen, und es sieht doch alles sehr schlüssig aus, in Italien, in der Hauptstadt Italiens, in Rom, und lebt dort, wie auch schon die letzten Wochen, in einem Hotel. Ja, warum genau Rom? Dazu sagt er, dass er eben Julius Zeus ist. Und er gehört ja schließlich nach Rom und ihm gefällt es dort einfach, weil die Architektur und die Kunst da ein tolle ist und es ihm auch um seine Kunst geht. Und mit seiner Kunst meint er die Musik. Denn auch an diesem Tag hat Mois wieder ein bisschen Musik gedroppt, erzählt auch, dass er wohl jetzt einen Song richtig hochgeladen hat, dem er dann scheinbar auch irgendwelche Gelder verdienen könnte. Zeigt dazu auch einen kleinen TikTok-Clip. Ich blende den hier einmal ein. Independent, ich hab's geschafft, erstes Mal im Leben einen Song hochzuladen und ein Stream. Leute, ich poste jetzt da einen Link rein. Gönnt euch Albtraum. Albtraum ist schon online. Ich kann jetzt jede 2-3 Tage Songs hochladen, Bruder. Das ist so geil. Ich liebe mein Leben. Ich lebe in einem Albtraum. Ja, wie gut oder schlecht man das findet, das überlasse ich jedem selbst. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass der Song ja Albtraum heißt, aber man Albtraum ja eigentlich mit B anstatt P schreibt, könnte man jetzt schon wieder denken, uiuiui. Allerdings hat der Künstler UFO361 auch einen Track namens Albtraum mit P. Also vielleicht verstehe ich das einfach nicht, vielleicht kann mich da jemand aufklären, warum man dieses Wort falsch schreibt. Gibt es da eine Doppeldeutigkeit? Gibt es da irgendeine Begründung? Ist das vielleicht irgendeine Anime-Sache, die ich nicht verstehe? Gebt mir da gerne mal Bescheid. Ja, und so wie es jeden Tag dazu gehört, dass Mois ein neues Video droppt, genauso gehört es auch dazu, dass jeden Tag ein Instagram-Kanal gesperrt wird. Und Mois hat wohl so gut wie aufgegeben. Also er hat natürlich wieder einen neuen Backup-Kanal gemacht, aber will sich scheinbar nicht mehr allzu sehr um Instagram kümmern und versucht die Leute jetzt auf seinen TikTok-Kanal zu schicken. Dort wirbt er auch, dass wenn er dort 10.000 Member hat, wird er wohl dem absoluten Boss Kollega exposen. Dazu sagt er nämlich Folgendes. Ich hab's ja vergessen, wir sind gleich 6.000 und ab 10.000 wird die Palästina-Story geleakt von wow! Maskuline Cock-Aura! Der Boss, oh, wie wird er jetzt den Telegram sperren lassen? Oh, oh nein, Boss! Schnell ruf Farid an! No! Boss, wie heißt du denn hier mit deinem Fake-Account im Chat? Oh nein, du bist doch Milliardär, wieso machst du dir sowas an? Ah! Ja, dabei stichelt er dann auch noch wieder mal gegen Farid Bang. Ach so, und das ist für meine Fanpages. Ich habe ja kein Insta mehr, weil ein Pferdegebiss, Hunde, Pideras, Haidet, Ern in deine Mutter rein, wenn ich sie sehe, aber sie ist viel zu hässlich für meinen Schwanz, weil ich habe 4% Körperfett. Haidet, Ern, Dalak. Darum kann ich das nicht in der Story sagen, weil du Gandon sogar mein Handy gehackt hast, weil du Angst von mir hast. Und bei Gott, Farid, wenn ich dich eines Tages sehe, Haidet. Ach so, und Farid, ich bin der Kleinste von uns allen. Ich bin ein Niemand.
aber du, Pidaras, traust dich erst gegen mich was zu sagen, gehst von Dudi, ich hab Mäus. Haideet-ern, ich bin ein Psychopath, ich esse deine Kinder. Haideet-ern, Dalak, aber du hast ja keine, weil du ein Gay bist, Gandon. Geh zu Eckhard Schmidt, Pidaras, ich esse dich. Für mich ist viel besser so. Ist ja nicht mein Profil. Farid, wenn du mich eines Tages siehst, ich schwöre bei Gott, sogar wenn 15 Jahre vergehen, ich werde dich essen, du Hundesohn. Haideet-ern, ich spuck auf deinen Vater. Aber weißt du, was du nicht verstanden hast, du Hund? Du bist der Größte von denen. Und du machst gerade Promo für meinen Song. Mach, was du willst, die Leute kommen jetzt auf meine Profile, egal wo ich bin, und ich werde nur meinen Song hören. Das ist Business, Farid. Verstehst du, du Hundesohn? Das ist Musik. Mach mal Musik wie ich, du Hundesohn. Du brauchst 10 Jahre Promo, damit du einen Song rausbringst. Ich werde euch penetrieren, jede Woche, jede 2 Wochen einen Song. Ich werde auf deinen Kopf scheißen. Ja, da müssen wir dann mal abwarten, ob Mois da tatsächlich was in der Hinterhand hat oder auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ihr nach meiner Einschätzung fragt, denke ich, dass da nichts ist. Ich denke, Mois hätte, wenn er wirklich etwas Heftiges hätte, das schon längst gedroppt. Ich glaube nicht, dass er in den Beef-Angelegenheiten so unfassbar taktisch vorangeht, sondern wahrscheinlich hat er, keine Ahnung, irgendeinen Chat oder irgendwas, was nicht allzu sehr aussagekräftig sein wird. Also nochmal, das ist meine Einschätzung, ich weiß nichts. Aber ich denke, dass in erster Linie er versucht, einfach so viele Menschen wie möglich auf Telegram zu ziehen, um dort weiterhin Reichweite zu seiner Community zu halten, um weiterhin von Spenden und von Aufrufen profitieren zu können. Ja, und es hat sich auch mal wieder ein alter Bekannter über Mois geäußert. Also die Leute äußern sich jeden Tag über Mois. Aber der Sek Plus Gründer und Chef Matthias Clemens, der auch eine bewegte Vergangenheit hatte mit Mois. Da ging es wohl um Partnerschaften, Beträge nicht gezahlt wurden, beziehungsweise Vertragsbestimmungen, die von Mois nicht eingehalten wurden. Und Matthias Clemens hat wohl mal eine Krankenhausrechnung für Mois finanziert. Auf jeden Fall kennen die beiden sich aus Vergangenheit und sind nicht allzu gut auseinandergegangen. Aber er hat sich jetzt nochmal recht sachlich zu Mois und den aktuellen Geschehnissen geäußert. Und was genau er da meint, das zeige ich euch mal jetzt kurz. Er ist kein guter Typ, er hat viele Fehler gemacht. Sehr, sehr, sehr viele Fehler. Bestimmt Top 20 so. Aber er ist auch nicht der Schlimmste in der Rap-Szene oder in der YouTube-Szene. Das muss man auch dabei sagen. Es gibt viel dreckigere Leute mit viel mehr Erfolg und die nicht so gefallen sind. So, die so richtig ekelhaft dreckig sind. Also alleine bei mir, ich habe mit Mois gearbeitet und vielen anderen. Also bei mir ist er nicht mal Platz 10 oder 20 der Dreckigkeit so. Aber was ich sagen wollte ist, es geht zu weit, Leute, was ihr macht so. Es geht wirklich ein Stück zu weit, denn der Junge ist krank und nicht. Der Junge ist schwer getroffen so und auch schwer krank. Durch Drogen und durch Schicksale und durch seine eigene Psyche. Und das ist nicht mehr lustig so. Ja, da stellt sich wieder die eine große Frage, wie viel macht Mois bewusst, wie viel ist Trollen, wie viel ist Hype generieren um seine Person, auch wenn der Hype negativ ist, und wie viel ist tatsächlich Emotion. Ich denke weiterhin, dass beides ein Stück weit vertreten ist und der prozentuale Anteil, der schwankt von Tag zu Tag, zumindest meiner Meinung nach. In manchen Momenten, finde ich, wirkt er doch sehr klar, sehr strategisch, weiß genau, wie er was machen kann. Vor allem auch, um an Geld zu kommen, vor allem auch, um gewisse Argumente umzudrehen, sich in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Und andererseits sind manche Sachen dann doch sehr, sehr kopflos und sehr emotional, bei denen ich mir nicht vorstellen kann, dass er das in Ruhe genauso machen würde, wenn er nicht gerade an diesem Punkt ist, an dem er jetzt gerade ist. Aber auch hierzu würde mich wieder eure Meinung interessieren. Schreibt gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne auf Instagram. Ich habe immer wahnsinnig viele Story-Views, aber irgendwie kaum Follower. Weiß nicht, woran das liegt, ob ich irgendwo geshadowbannt bin oder man mir nicht folgen kann. Schreiben kann man mir auf jeden Fall, das machen einige von euch. Und da werde ich euch auch immer antworten, wenn es konstruktive Kritik ist oder es irgendwelche Hinweise sind zu neuen Geschehnissen. Ja, heute ein bisschen schneller durchgerusht. Wenn weiterhin verrückte Sachen passieren, dann hören wir uns auch morgen wieder beim Mois Update.
Digga, und das Allerbeste ist, ich habe meine Ruhe. Ich kann Zigaretten rauchen, Lachlulis rauchen, real sein, Musik machen. Wenn ich Videos drehen will auf Rumble oder hier drin in Telegram, TikTok habe ich eh, da pushe ich nur meine Musik, bisschen Memes reagieren. Und was hier passiert und auf Twitter. Ah! Geil! Geil!